Ja, herzlich willkommen, liebe Netzreisende und Interessenten an meiner Arbeit. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist mein letztes Video, wo ich mich über die letzten 2 Jahre meiner Cache-Arbeit äußere, gelöscht worden. Ich fand das jetzt ganz interessant, die Thematik, warum. Ich möchte mich aber auch nicht näher darauf einlassen. Ich habe das oft, dass auf YouTube meine Videos gelöscht werden. In der Regel ohne Angabe von Gründen. Jetzt habe ich einen Grund mitgeteilt bekommen. Das werde ich vielleicht auch in einem anderen Video nochmal ausführen. Nein, nicht das Warum, sondern ausführen, wie es vielleicht weitergehen kann mit Veröffentlichung oder sagen wir mal mit Mitteilungen von mir auf diversen öffentlichen Plattformen. Ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht nach der letzten Löschung. Allerdings bin ich da noch zu keinem richtigen Schluss gekommen. In diesem Video möchte ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Mir geht es um etwas anderes. Und zwar um nochmal ein Statement zur Cache-Physik. Und zwar jetzt an dieser Stelle nicht, warum ich die letzten 2 Jahre nicht mehr an der Cache-Physik arbeiten konnte, noch dass ich euch meine Arbeit generell, auch Alchemie, diese ganzen Themen, die auch sehr begehrt sind, warum ich euch die nicht mitteilen kann. Also das liegt nicht an mir, sondern ich teile das mit, aber es wird gelöscht oder behindert. Hier an dieser Stelle geht es mir mehr darum, nochmal darauf einzugehen. Da ist jetzt das neue Netjournal vom Ehepaar Schneider, die das herausgeben, erschienen, wo über einen Vortrag von mir gesprochen wird. Und ich habe im letzten Workshop, den ich gegeben habe, Alchemie-Workshop, letztes Wochenende, und zwar, wir haben jetzt den 21. Februar, und zwar den Donnerstag, also letztes Wochenende, darauf angesprochen worden. Und kurz danach habe ich ja auch interessanterweise, also genau kurz danach, das war montags oder dienstags, auch einige E-Mails dazu bekommen. Was mich jetzt hier veranlasst hat, nochmal darüber zu sprechen, wie ich es auch in meinem Workshop, ja gut, da konnte ich mich nicht genau darauf einlassen, aber ich hatte diesen Artikel kurz überflogen aus dem Netjournal in meinem Workshop und habe da ein bisschen was zu gesagt. Ich möchte das jetzt gerne ein bisschen erweitern. Was mir jetzt auch etwas unangenehm ist, also für mich selber, ist eben diese Form, wie ich das jetzt gerade rüberbringe. Also, dass ich mich jetzt so hier hinsetze, in die Kamera spreche. Das ist eigentlich nicht meins. Das mag ich eigentlich so aus meinem eigenen Anlass oder Empfinden heraus nicht so gern. Ich zeige euch lieber Informationen über die Alchemie oder meine Arbeit an sich, damit sich das ein bisschen darauf konzentriert und nicht auf mich als Menschen, der eigentlich Ausführender der alchemistischen Dinge ist und Weitergeber, aber mir ist es wichtiger, dass man sich auf die eigentliche alchemistische Arbeit und deren Prinzipien konzentrieren kann. Die Möglichkeiten, euch Informationen auf die herkömmliche Art und Weise, also im Sinne einer Darstellung von Folien, von Zitaten, von Links, wie ich das bisher getan habe, ist mir im Moment nicht möglich, wird mir nicht möglich gemacht oder wird mir sozusagen gestohlen, geraubt, im naturrechtlichen Sinne. Von daher ist zurzeit für mich die einzige Möglichkeit, euch zu informieren, das jetzt gerade so zu tun, wie ich das gerade mache. Das möchte ich in Zukunft eigentlich eher vermeiden. Es gibt viele, die diese Dinge so auf diese Art und Weise, dass sie sich vor die Kamera setzen und etwas erzählen, sehr gut können. Ich gehöre nicht dazu. Es fällt mir sehr schwer, so in so einen toten Kasten hineinzusprechen. Weiterhin das hinterher noch mal alles anzuhören. Und eventuell zu schneiden, weil ich eben auch festgestellt habe, dass ich nicht alles online stellen kann. Ich habe so ein kleines Gespür jetzt dafür entwickelt, was ich sagen darf. Es ist immer
blöd mit den Worten, weil sagen darf ich alles aus dem Selbstverständnis heraus, aber was eventuell zensiert wird oder Anlass für Löschung ist, das vermeide ich dann und wenn ich sage, schneide ich es dann heraus. Also dieser ganze Prozess ist für mich sehr schwerfällig, das vielleicht und unangenehm, das vielleicht vorweg, das ist aber nicht schlimm, ich werde es trotzdem tun, weil es im Moment die einzige Möglichkeit ist, ein paar Informationen weiterzugeben. Ich werde das vielleicht in einem anderen Video dann nochmal genauer erklären. Zurzeit ist es so, dass ich immer wieder auf Anfragen reagiere oder wenn ich feststelle, dass ich viele, Informationen, viele, also nicht nur Anfragen, sondern Impulse bekomme, nee, das ist auch das falsche Wort, mir fällt es gerade nicht ein, also dass Menschen mich ansprechen aufgrund meiner Äußerungen, das meine ich, und ich dann feststelle, dass ich das so nicht gesagt oder gemeint habe. Jetzt ist es in der Natur der Sache, dass wenn man sich zu etwas äußert, dass das anders verstanden wird und das ist auch in Ordnung, also jeder soll das so verstehen, wie er es für sich braucht. Es ist für mich nur schwierig oder ich finde es auch generell nicht richtig, dass Dinge nicht, also dass Dinge oft entstellt oder falsch dargestellt oder gesagt werden und das ist der Punkt, worauf ich eben auch reagieren möchte, also auf der einen Seite, dass ich Anfragen bekomme, die ich gerne dann auch beantworten möchte und das tue ich eben verallgemeinert auf diese Art und Weise, wie ich das gerade mache, so dass ich nicht jede einzelne E-Mail beantworten muss. Und das andere wäre, dass ich eben nicht Fragen bekomme, sondern eben Statements zu gewissen Äußerungen von mir, wobei ich dann feststelle, dass es nicht im Sinne, dass es jetzt nur falsch verstanden wurde, sondern dass es eben auch falsch weitervermittelt wurde. Und darauf möchte ich einfach hier in dieser Form reagieren. Vorweg möchte ich, bevor ich beginne, auch etwas von Rudolf Steiner vorlesen. Sozusagen als kleines, Beginn meiner weiteren Ausführungen, einen energetischen Beginn, der mir sehr wichtig ist. Und zwar, dieses Zitat ist aus Bruderschaft und Daseinskampf oder Weisheitskampf, das habe ich beides gefunden, von Rudolf Steiner, Berlin, 23. November 1905. Wir müssen aber lernen, mit der Seele zuzuhören. Wir müssen verstehen, die intimsten Dinge mit der Seele zu erfassen. Immer ist erst im Geiste vorhanden, was später im physischen Leben wird. Unterdrücken müssen wir also unsere Meinung, um den anderen ganz zu hören. Nicht bloß das Wort, sondern sogar das Gefühl. Auch dann, wenn sich in uns das Gefühl regen sollte, dass es falsch ist, was der andere sagt. An dieser Stelle ist es mir auch wichtig zu verstehen, dass ich kein Anthroposoph bin im herkömmlichen Sinne, also nicht der anthroposophischen Gesellschaft angehöre und. Das ist eben auch ein Ding, was ich eben oft höre, dass wenn ich gewisse Dinge zitiere, rezitiere oder vorlese, dass man sagt, ah ja, das ist ein Freimaurer, das ist ein, der Peter, das ist ein Anthroposoph und das ist ganz klar, das ist also der Theosoph aus dieser Richtung. Ich gehöre keiner dieser Organisationen an. Natürlich kann man auch Anthroposoph oder Anthroposophie anders verstehen, so wie Rudolf Steiner das auch oft ausgedrückt hat, dass das Geisteswissenschaftliche, wenn das in uns, in der Seele lebt, wir automatisch sozusagen auch ein Anthroposoph sind, so wie wir sagen können, wir sind ein Mensch oder ein Lebewesen, also es ist etwas aus den natürlichen, lebendigen Dingen. Der Anthroposoph, genauso wie auch der Alchemist, das hat nichts mit diesen künstlichen, fiktionalen Systemen zu tun, dass es eine Lizenz darstellt, wie man ist ein Fahrzeughalter, der Steuerpflichtige und so weiter und so fort. Das sind eben kommerzrechtliche Definitionen,
Anthroposoph, Alchemist, das geht in eine etwas andere Richtung des lebendigen Wesens. Aber konstatieren möchte ich hier auch jetzt, dass ich ein geistig-seelisch-sittliches Wesen, Lebewesen bin, hier auf dieser Erde, also hierhin gekommen bin, als geistiges Wesen in einem Körper. Ja, das muss an dieser Stelle reichen. Sonst wird das ganze Video zu lang. Also, zurzeit ist es so, dass meine Arbeit sehr diskreditiert wird, allerdings nicht wie das vor Jahren war, in der Öffentlichkeit, im Sinne, dass es auch krass negativ dargestellt wird, sondern inzwischen ist es so viel subtiler geworden. Das heißt, es werden andere Zusammenhänge dargestellt Dinge aus dem Zusammenhang gerissen, falsch dargestellt. So in diese Richtung geht es, oder dass ich nicht die Möglichkeit habe, Dinge richtig zu stellen, wenn etwas falsch behauptet wird. Das ist auch ein typisches, Tool der psychologischen Kriegsführung, dass man Menschen nicht die Chance gibt, sich zu erklären, wenn über sie was Falsches behauptet wird oder Dinge falsch dargestellt werden, dass man ihnen nicht die Chance lässt, sich auch kreativ, seelisch mitzuteilen den Mitmenschen oder den Leuten, die Interesse an der Arbeit desjenigen haben oder denjenigen kennen, wie das bei mir ist aus den Workshops. Das ist zurzeit, geht es nicht nur mir so. Das heißt, ich führe das hier an, nicht um darüber zu klagen, sondern einfach, um das mal ins Bewusstsein zu führen, weil ich habe festgestellt, vielen ist es nicht klar, was gerade zurzeit läuft. Ich habe auch deshalb ein Zitat von Rudolf Steiner gewählt, weil ich jetzt gerade wieder in den letzten Tagen einige Schriften von ihm lese. Das ist bei mir mal zyklisch. Ich lese mal dies, mal das, wo es gerade, was gerade energetisch für mich ansteht. Und Rudolf Steiner das ist auch in der Gesamtausgabe des Verlags Freien Geisteslebens im esoterischen Christentum, aber ich bin mir nicht ganz sicher, in der Ausgabe sprach er eben von dem Kampf Mensch gegen Mensch oder alle gegen alle, so sinngemäß. Also ihr müsst es mir nachsehen, ich bin nicht so zitatfest in keinem Werk, weder in der Bibel noch in dem Werk von Rudolf Steiner noch in alchemistischen Werken. Das sei nun mal am Rande erwähnt, aber ich zitiere gerne sinngemäß. Vor allem zu Zeiten Rudolf Steiners, aber auch jetzt, wird oft angenommen, dass es dabei um einen äußerlichen Kampf geht, dass quasi jeder irgendeine Keule in die Hand nimmt und dem anderen den Schädel einschlägt. Was sich zurzeit äußert, das kann sich materiell so äußern, aber was sich zurzeit eigentlich äußert, ist dieser innere Kampf, alle gegen alle, ja, jeder geht gegen jeden vor. Das scheint doch den meisten unverständlich. Wenn wir aber wieder auf diese Ebene des Natürlichen zurückgehen, auf die Ebene des Respekts und der Ehrenhaftigkeit, dann werden wir feststellen, dass das zurzeit nirgendwo lebt oder nur in ganz kleinem oder sehr im Verborgenen, höchstens auf der Privatebene. Und das, wie sich das gerade äußert, ist ein wirkliches Gegeneinander und nicht ein Miteinander. Und das wird vielleicht gleich noch ein bisschen klarer, wenn ich über das Thema freie Energie spreche. Ich möchte da jetzt direkt auch daran anknüpfen. Im Netjournal, das ist eben jetzt die neueste Ausgabe, ich habe jetzt nicht drauf geschaut, ihr müsst selber mal gucken. Heft 24, Nummer 24, Heft 1,5 oder 1 von 2 oder 1,2, jetzt Januar, Februar 2019, ist ein Artikel über die, unter anderem, über die Strada-Maschine. Da müsst ihr euch selber mal erkundigen, das geht auch auf Rudolf Steiner mit zurück und einem Herrn Strader. Das Thema wurde angesprochen von Herrn Gaston Pfister, den ich da kennengelernt habe in Zürich
Und zwar war das so, dass ich, ja, ich versuche es euch so in die Kamera zu halten, mal gucken, ob das richtig scharf stellt. Es war zu der Zeit so, ich hatte einen Vortrag, bin da von einer Stiftung eingeladen worden und habe dann Vortrag gehalten und der Herr Pfister war Vorredner. Und das Thema war unter anderem freie Energie, auch im weitesten Sinne verstanden, also auch im spirituellen Sinne verstanden. Und Herr Pfister hat sich darauf eingelassen, das Thema auch von spiritueller Sicht zu betrachten und hat auch die Strahlermaschine erwähnt. Mein Vortrag war dann danach, es gab zwei Vorträge, einen in Zürich, einen in Bern. Und allerdings handelte mein Vortrag nicht von freier Energie, sondern es ging um die spirituelle innere Alchemie. Der erste Vortrag war in Zürich, der zweite Vortrag, der dasselbe Thema hatte. Allerdings habe ich das auch ein bisschen frei gemacht, sodass der zweite Vortrag ähnlich war, aber vielleicht auch ein bisschen anders von mir gehalten wurde. Der war dann in Bern. Der führte dann in der Fragerunde anschließend auch zu der Thematik der freien Energie. Und mir ist aufgefallen in dem Artikel von dem Ehepaar Schneider von der, oder von der Redaktion jetzt dort in dem Netjournal, dass meine Ausführung so ein bisschen mit in die Schiene des Herrn Pfisters gerutscht ist. In der anthroposophischen Anschauung der freien Energiemaschinen, sagen wir mal so. Und meine Äußerungen, die ich in der Fragerunde gemacht habe, eben auch in diesem Rahmen verstanden wurden. Und das ist völlig in Ordnung. Also das passiert halt, das ist so, wenn man selber irgendwo ist, einer unter vielen, dass man natürlich nicht individuell wahrgenommen werden kann. Das ist ganz logisch. Das ist auch jetzt hier nicht mein, mein Ansatzpunkt. Ich möchte das jetzt auch vorweg nicht verstanden wissen als Kritik am Netjournal oder an dem Artikel oder am Ehepaar Schneider. Ganz im Gegenteil, ich habe die beiden sehr schätzen, kennen und schätzen gelernt. Ich hatte auch schon einen Vortrag auf dem Kongress, den die beiden organisiert haben. Und sie sind seit vielen Jahren in der freien Energieszene bekannt und eigentlich die Pioniere, dieses Thema und auch die Möglichkeiten in die Welt zu bringen. Von daher, es ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die die beiden erfüllen. Das, was ich eigentlich in der Fragerunde zum Ausdruck bringen wollte, damals in meinem Vortrag, und ich möchte da auch noch mal eins vorweg schicken, zurzeit kann ich diesen Vortrag nicht online stellen. Der Züricher Vortrag steht zurzeit online auf YouTube. Ich weiß nicht, wann er gelöscht wird. Also wer das jetzt hier sieht und sich für diesen Vortrag interessiert, der jetzt auch ein bisschen länger ist, mag ihn sich herunterladen, weil es durchaus sein kann, dass er gelöscht wird, sodass er es sich den dann anschauen kann, wenn er mag. Und hier nochmal sei ganz ausdrücklich erwähnt, dass alle meine Videos, die ich auf YouTube stelle, absolut kopiert werden dürfen und auch weitergegeben werden dürfen. Ich möchte daran erinnern, dass ich natürlich nicht möchte, dass eben Ausschnitte oder Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden und dass dadurch eben ein falscher Eindruck entstehen kann. Natürlich dürfen auch Ausschnitte aus meinen Videos gezeigt werden, damit man auch eigene Aussagen oder Ideen unterstützen kann. Also dieses ist durchaus möglich und vielleicht auch noch ein Appell. Denjenigen, die meine Videos gefallen, mögen diese doch herunterkopieren und selber auf ihre eigenen Plattformen stellen. Das reine Teilen reicht nicht, weil wenn mein Video gelöscht wird, ist es automatisch, wenn es nur geteilt wurde, auf den anderen Plattformen auch gelöscht. Das passiert recht häufig und von daher diese Information. Der Züricher Vortrag steht online, das aber, worauf sich so das so ein bisschen im Netjournal, und zwar meine Cache-Arbeit, die hier angesprochen wird im Netjournal, weil das ist ja ein Magazin für freie Energie, ist ein bisschen in einem falschen Zusammenhang dargestellt, was eben an der Natur der Situation lag, nicht
an der Redaktion des Netjournals, das auch nochmal ganz, ganz deutlich. Wenn es mir möglich ist oder wenn es möglich ist, werde ich versuchen, den Berner Vortrag oder auch die Gesprächsrunde, die es da gab, so weit wie möglich online zu stellen. Vielleicht muss ich gewisse Dinge herausschneiden, die eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Aber ich versuche es nach meinen Möglichkeiten. Und hier auch wieder, seid mir bitte nicht böse, wenn das nicht klappt. Es sind nicht leere Versprechungen von mir, sondern ich versuche das. An anderer Stelle war ja auch viel davon die Rede von meiner Seite, dass ich dies und jenes machen werde. Ich habe es zwar gemacht, aber es ist nicht an euch, zu euch gekommen, weil es gelöscht wurde, behindert wurde oder ich da stark bekämpft wurde. Und von daher, es sind keine leeren Versprechungen. Ich versuche mein Möglichstes und arbeite da für Welt und Menschheit. Aber wenn es vernichtet wird, es liegt nicht in meiner Macht und nicht in meinem karmischen. Ich tue das, was meine Seele mir sagt. Und ich bin die Seele. Und von daher liegt es nicht daran, an mangelnder Arbeit oder das, was mir neulich jemand gesagt hat, dass ich den Arsch nicht hochkriegen würde. Wer mich kennt, näher kennt, privat kennt, der wird sehen, dass ich tagtäglich permanent beschäftigt bin, damit meine Arbeit zu tun und ich sehr wenig auf mich selber achte. Ja, das ist eigentlich eine nicht gute Situation. Prinzipiell sollte man auch auf sich selber Rücksicht nehmen. Ich verliere mich selbst oft aus den Augen. Das ist halt meine Achillessehne. Ich arbeite daran. Ja, was diesen Vortrag betraf und vor allem jetzt nicht die spirituelle Alchemie, sondern die Ausführungen zur Cashew-Physik. Ich möchte da nochmal ganz deutlich sagen, auch zum Netjournal, die Cashew-Physik funktioniert. Sie ist da. Wir haben alle diese Möglichkeiten, wir müssen sie nur ergreifen. Es ist nicht so, dass die Cashew-Technologie so esoterisch ist, dass sie nur irgendwelchen geistig vervollkommneten, nur bei irgendwelchen geistig vervollkommneten Menschen funktioniert und. Wie oft so der Eindruck entsteht oder dass es irgendwelche esoterischen Maschinen seien, die dann nur funktionieren, wenn man voller Liebe 3 Meter über dem Boden schwebt. Die Ausführungen von Rudolf Steiner zu diesem Thema der freien Energie und fortgeschrittenen Technologie stehen in einem anderen Kontext, als es der Laie, der die Schriften Steiners nicht kennt und sich damit tiefer nicht befasst hat, als er das so im ersten Moment verstehen mag. Es sind Themen, Ausführungen, die im Rahmen der Entwicklung der Menschheit gesagt wurden. Das heißt nicht, dass wir das so dann auf den Individualfall einfach so anwenden können. Ihr kennt vielleicht Äußerungen wie, ja, das ist typisch amerikanisch, das sind die Amerikaner, das sind die Deutschen. Frag mal einen Japaner, was er eine Vorstellung hat von dem typischen Deutschen. Frag mal einen Amerikaner, was er für eine Vorstellung hat von dem typischen Deutschen. Da haben wir den Schweinshaxen und Sauerkrautessenden in Lederhosen und so weiter und so fort. Nicht, dass das schlecht wäre, aber es gibt viele Deutsche, die eben keine Lederhosen anhaben und keine Schweinshaxen essen. Es ist eine Verallgemeinerung. Und wenn wir über kosmische Entwicklungen sprechen, über Erdenentwicklungen und über die Entwicklung der Menschheit, dann haben wir da auch im spirituellen Sinne eine etwas größere Verallgemeinerung, weil wir spirituelle Prinzipien ansprechen, die man jetzt so nicht im Einzelnen in die einzelne Situation so anwenden oder umbrechen kann. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das heißt, natürlich kann man jetzt als Mensch, der in einer Entwicklung steht und auch in einer technischen Entwicklung, sich überlegen, ob das jetzt, wenn wir jetzt mit neuen oder wenn wir mit geistigen Kräften arbeiten, um beispielsweise eine freie Technologieanwendung in die Welt zu setzen, ob man da vielleicht nicht mit schaden könnte oder warum gewisse Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Diese Überlegungen so in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist ja durchaus in Ordnung, aber der Fehler ist, dass die meisten Menschen einfach Annahmen machen.
ohne zu prüfen, was da wirklich hintersteht. Also das heißt, wenn davor, oder sagen wir mal so, wenn im Raum steht, dass man mit der freien Energietechnologie auch schaden kann, dann wird sofort angenommen, dass derjenige, der so etwas sagt, gegen die freie Energietechnologie sei. Es geht ja hier um das Thema Verantwortung. Und insofern sind die Ausführungen, die auch auf die steinerschen Aussagen beruhen, dass man sagt, beispielsweise, dass eben auch im Menschheitsentwicklungsthema die freie Energie etwas ist, was der Mensch aus sich heraus entwickelt und dass auch Gerätschaften direkt auf ihn reagieren, so sinngemäß, bedeutet das nicht, dass derjenige, der das ausführt, auch der Meinung ist, dass jegliche Art von freier Energietechnologie so funktioniert oder so funktionieren müsste. Es kommt so ein bisschen, wer die Schriften von Rudolf Steiner kennt, kommt es so ein bisschen zum Ausdruck, dass der Mensch selber, also dass die freie, also dass an vielen Stellen das Thema freie Energie und auch andere Themen in diese Richtung mit dem Menschen, mit der inneren Kraft, mit der inneren geistigen Kraft des Menschen zu tun hat, dass er mehr in das Geistige hineinwächst und plötzlich auch Möglichkeiten bekommt, etwas in die Welt zu setzen, was sehr aus diesen geistigen Kräften von ihm selber abhängig ist. Da wurde auch im Netzjournal nochmal, da wurde auch die Kili-Maschine erwähnt. Ich glaube, das ist die Kili-Maschine, also die, es gibt auch noch andere Erfinder, die diese Effekte, genau, John Wally Kili. Diese Maschine funktionierte dann immer nur, wenn er im Raum war. Ja, da hat Steiner auch etwas zugesagt zu diesem Thema. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, meine Ausführungen zur Cashe-Physik waren nicht dahingehend, dass die Cashe-Physik nur bei einigen funktioniert und nicht bei jedem. Was auch nochmal wichtig ist für mich zu sagen, ich bin nicht durch die Cashe-Physik oder die Cashe-Workshops bekannt geworden. Ich bin nicht durch die Cashe-Physik oder Cashe-Workshops bekannt geworden. Ich bin nicht durch die Cashe-Physik oder Cashe-Workshops bekannt geworden. Meine Arbeit stammt aus der Alchemie heraus und so bin ich auch die Cashe-Physik sozusagen als kleinen Nebenpfad angegangen. Die freie Energiethematik ist nicht meine Thematik. Die freie Energiethematik und das Bauen von freien Energiegeräten ist nicht meine Thematik oder mein Steckenpferd. Das ist nicht meins. Ich beschäftige mich aus meiner Seele heraus mit anderen Dingen, aus der Alchemie. Dass ich mit der Alchemie solche Dinge berühre, ist ganz logisch und das ist zurzeit ein Bedarf in der im Menschheitskollektiv gibt oder auch in der sozialen Struktur, dass diese Technologie in die Welt kommt. Das war der Grund, warum ich mich mit der Cashe-Physik befasst habe. Und so sehe ich das auch. Ich stehe da an dieser Stelle für mich in einem ganz, ganz kleinen Raum im Vergleich zum Ehepaar Schneider. Genauso da wie das Ehepaar Schneider. Ich habe versucht, die freie Energie in einem anderen eingebettet in der alchemistischen, geisteswissenschaftlichen Weltschau in die Welt zu bringen, zu helfen, dass die Menschen selbstständig werden können, in Selbstverantwortung können und in Selbstautorität diese Geräte anwenden können. Ich habe da auch genauso wie das Ehepaar Schneider sehr viele Repressalien bekommen, sehr viel Gegenwind. Bei mir ging es eben auch so weit, dass ich Mordanschläge bekommen habe, nicht nur Drohungen, dass gegen meine Kinder vorgegangen wird, immer noch sogar, auch von der bayerischen Staatsregierung, von anderen Stellen, wird gegen uns als Familie gearbeitet, nur aufgrund der Tatsache, dass meine Tochter und ich diese Dinge in die Welt gebracht haben. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, in die Welt gebracht haben. Es ist das Verdienst von dem Herrn Cashe an dieser Stelle. Wir haben uns damit befasst und haben die Dinge umgesetzt, sagen wir mal so, und dass wir gesagt haben, ich möchte das, wir brauchen das, sondern meine Tochter genauso wie ich haben das deshalb umgesetzt, weil es Bedarf für die Menschen gibt. Wir haben das für die Menschen getan, nicht für uns selber.
An dieser Stelle sei auch noch mal erwähnt, ich arbeite seit 2 Jahren nicht mehr mit der Cashel-Physik, weil so stark gegen uns vorgegangen wird, kann ich es nicht mehr. Die Videos, die im Internet auch später hochgeladen wurden, sind sehr viel älter entstanden, also sind sozusagen in meinen Workshops entstanden oder drumherum. Ich habe Bauanleitung, Videos gemacht über die Effekte und so weiter und so fort, aber auch später auch erst hochgeladen. Viele Interviews, auch auf Lebenskraft TV, sind von mir mühsam zusammengesucht worden und wieder hochgeladen worden, weil der Sender Lebenskraft TV gelöscht wurde. Dann gab es diese Videos auch nicht mehr. Also ich hatte die leider nicht runtergeladen und dann habe ich das mühsam zusammengesucht und wieder hochgestellt. Und dadurch erscheinen diese Videos erst sehr viel später, als sie gemacht wurden. Meine Arbeit ist an dieser Stelle komplett eingestellt und meine Arbeit in der Alchemie hat auch darunter gelitten. Ich gebe nur noch minimal Alchemie-Workshops, ich gebe keine Cashel-Workshops mehr, ich gebe keine Health-Technologie-Workshops mehr, ich gebe keine Bau-Workshops mehr, ich gebe keine Rasa-Shastra, das ist die vedische Alchemie-Workshops mehr, ich gebe keine Workshops mehr für Ärzte und Therapeuten, ich gebe keine Workshops mehr in der praxisorientierten neuen Homöopathie, in der ich Ausbilder bin. All diese Projekte, auch mit kleinen Ärzte-Teams und sind alle eingestellt. Meine komplette Arbeit ist eingestellt. Ich gebe nur noch bei Naturwissen im Rahmen der Lebensenergieberatungsausbildung mit Diplom Alchemie-Workshops als Alchemie-Ausbildung. Meine Arbeit ist behindert und eingestellt und ich werde auch in der Öffentlichkeit wohl keine weiteren Workshops mehr geben und die Workshops bei Naturwissen sind zurzeit eben auch in Gefahr. Die werde ich wohl auch einstellen müssen, so wie es im Moment aussieht. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich noch ein paar Lösungen finde, aber das sei nur dazu gesagt, dass die gesamte Arbeit, auch die Alchemie in die Welt zu bringen und diese ganzen Lösungsmöglichkeiten. Ihr könnt da mal schauen, ich habe in Saarbrücken in meinem Hanf-Vortrag darüber gesprochen, diese ganzen Lösungsmöglichkeiten. Damals war die Cashel-Technologie noch nicht in der Welt. Kann ich nicht mehr geben, die sind nicht mehr da. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir stehen erst am Anfang des Wassermann-Zeitalters. Das heißt, es ist gerade die Morgenröte. Es wird mit Sicherheit so in den nächsten 120, 200 Jahren werden die Anfänge dieser Dinge, die wir uns jetzt wünschen, noch kommen. Also wir müssen uns da keine Sorgen machen. Das, was angedacht ist, wird sich umsetzen und wir haben dann auch erstmal mindestens nochmal 1300 Jahre Zeit, um in die eigentlichen wirklichen Wassermannstrukturen einzutauchen. Auf Basis dessen, was ich jetzt gesagt habe, möchte ich jetzt meine weiteren Ausführungen verstanden wissen. Die Cashel-Technologie, die funktioniert. Die funktioniert nicht nur, wenn ich in den Raum komme, die funktioniert an jeder Stelle. Man muss nur eben das, um das mit Rudolf Steiner, was ich ganz am Anfang gesagt habe, auszudrücken, sich für so sinngemäß jetzt an dieser Stelle, sich für die Plasmaphysik öffnen. Man muss herkömmliche Vorstellungen der Physik erstmal sein lassen, nach hinten stellen und versuchen zu verstehen, auch mit der Seele zu verstehen, was der Herr Cashel meint mit seinen Ausdrücken und mit der Plasmaphysik. Und dann werden wir diese Verbindung auch sehen mit dem herkömmlich Gelernten. Und es ist einfach eine imaginäre Grenze, die man überschreiten muss. Oder viel besser, man muss lernen, über seinen Schatten zu springen, um das zu verstehen. Und das ist jetzt nicht an dieser Stelle so gemeint, wie das jetzt viele von mir verstanden wissen wollen, dass ich sage, der Mensch ist sozusagen ein schlechtes Wesen und es muss sich erstmal verbessern und erstmal ändern, muss erstmal brav werden, damit er die freie Energie kriegt oder damit er diese Dinge versteht. Das ist der Traumatisierung der meisten Menschen zu schulden, die eigentlich als geistige Wesen hier auf die Erde kommen und dann in einen Sozialisierungsprozess gehen, Kindergarten, Schule, Eltern und die komplette Gesellschaft, die das eigentliche, ich sag mal, hochstehende Wesen erstmal völlig kaputt machen und traumatisieren. Wir gehen durch ein Schulsystem, was uns sozusagen lehrt, nicht die eigenen Dinge zu entwickeln, die eigenen Anlagen
sozusagen herauszubringen, sozusagen entwickeln im Sinne des auszuwickeln, dass man sich entwickelt, dass das, was geistig in einem veranlagt ist, sich entwickeln zu lassen und dass die Dinge, die man besonders gut kann, zu vervollkommnen, sondern man wird sozusagen gleich gemacht, ein Kopf kürzer und alles wird vereinheitlicht und kaputt gemacht, was im Menschen angelegt ist. Und man muss lernen, die Dinge zu denken und zu fühlen, die nicht die eigenen Dinge sind, sondern die fremde Dinge sind. Da habe ich auch schon drüber geschrieben und einiges ausgeführt. Das möchte ich hier jetzt nicht machen, weil das würde dann alles viel zu lang werden. Das bedeutet dann, wenn jemand mir zuhört, aus dieser Traumatisierung heraus, der versteht das dann auch so, wie er das in der Mind-Control-Traumatisierung gelernt hat. Und zwar so, als wenn ich ihm sagen würde, er wäre sozusagen schlecht und er müsste erstmal gut werden und dann könnte er sozusagen dieses Zuckerstückchen bekommen. So meine ich das nicht. Meine Erfahrung zeigt mir, dass wenn wir uns mit den neuen Technologien befassen, dass diese eben auf einer mehr holotropen Grundlage der Naturwissenschaften beruht, dass man sich mehr öffnen muss, dass man den geisteswissenschaftlichen Aspekt unbedingt integrieren muss. Dass in der Alchemie ist das ein Selbstverständnis, dass wir nicht nur auf der Wirkungsebene bleiben, sondern dass wir auch die Ursachenebene kennenlernen müssen. Das heißt, wir müssen sozusagen in die geistige Ebene auch eintauchen können, um Dinge verstehen zu können. Und das funktioniert erstmal durch eine gewisse Offenheit. Wenn wir mit dieser Offenheit den Ausführungen des Herrn Keshe selber begegnen, und ich meine damit nicht sekundäre Ausführungen von anderen Leuten, sondern von ihm selber, dann können wir, das ist nur eine Methode, eine Möglichkeit, aber dann können wir gewisse Dinge anfangen zu verstehen. Wie die Plasmaphysik, was das eigentlich bedeutet. Und dann stellen wir fest, dass die Dinge, die freie Energie erzeugen oder wie das bei der Keshe-Physik ist, wie wir die ausführen müssen. Und dieses Verständnis dieser Keshe-Physik ist leicht. Es ist eigentlich ein blödes Wort, von Keshe-Physik zu sprechen, weil wir schon ein gewisses Schubladendenken haben, wenn wir das Wort Physik bekommen. Wir sind also trainiert darauf, dass wir gewisse Emotionen empfinden und eine gewisse Vorstellung bekommen, sobald wir ein Wort hören. Und deshalb auch meine Ausführung, wie es im Netjournal steht, wer definiert, regiert. Und das habe ich auch so in diesem Vortrag oder beziehungsweise in der Fragerunde gesagt. Das ist nicht in dem Kontext gemeint, wie das hier in dem Artikel steht, sondern das ist in diesem Kontext gemeint, wie ich das gerade ausgeführt habe. Die Worte erzeugen in uns gewisse Vorstellungen und Gefühle. Und die sind programmiert worden dadurch, durch Schule, durch Kindergarten, durch allgemeine Sozialisierung. Die sind nicht dadurch entstanden, dass wir das Wort selber in uns herausgefunden haben, was das Wort für uns selber bedeutet oder worauf es hinweist. Und in dem Sinne, Keshe-Physik oder wenn, Beispiel, ich kenne das halt, wenn ich von Chemie spreche, dann sagen viele, oh Gott, das verstehe ich nicht, weil sie in der Schule schlechte Erfahrungen mit dem Fach Chemie gemacht haben. Das ist nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Bei der sogenannten Keshe-Physik oder Plasmaphysik handelt es sich um etwas, was relativ leicht zu verstehen ist, weil es der Natur abgeguckt ist. Es ist kein fiktionales System. Aber darum geht es mir jetzt an dieser Stelle nicht, euch sozusagen die Keshe-Physik heiß zu machen, dass ihr jetzt sagt, das ist das Maß der Dinge und da muss ich jetzt unbedingt alles drüber wissen, sondern mir geht es nur darum zu verstehen, dass wir mit dem, was wir jetzt verstehen, tun und machen, den Schritt in die Erweiterung nicht machen können. Wir müssen uns erst öffnen. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir uns vorstellen, wir wären jetzt ein Naturvolk irgendwo im Dschungel und wir hätten gelernt, dort zu leben und unser Baumaterial ist Holz. Jetzt möchten wir aber einen Wolkenkratzer bauen. Dann kommen wir mit dem Werkstoff Holz an eine Grenze und mit dem Erfassen der Dinge, auch mit dem Handwerk, was wir gelernt haben,
kommen wir an eine Grenze. Wir müssen lernen, dass wir uns innerlich auch erweitern müssen, dass wir auch das Verständnis, also sozusagen die Holzphysik, überwinden müssen und offen sein für Neues. Wir können mit diesem Holz, wir schlagen die Bäume, schaffen da Bretter draus und einfach mit diesen Brettern und Nägeln, gut, im Dschungel hat man keine Nägel, sagen wir mit Holzsplinten, schaffen wir es nicht, ein, keine Ahnung, 300 Meter hohes Bürogebäude zu bauen. So ähnlich ist es zurzeit. Das heißt, wir können nicht mit dem Erfassen der herkömmlichen Ausführungen der Technologie das erreichen, was wir jetzt gerne möchten. Wir brauchen einfach eine gewisse Offenheit, eine Erweiterung dessen. Wir müssen anfangen, so wie das vielleicht auch in der Historie der Menschheit war, was ich allerdings bezweifle, weil ich auch andere Informationen darüber habe, anfangen zum Beispiel Erz zu schürfen und daraus Metall zu gewinnen und das Metall gießen zu können und das Metall schmieden zu können. Und so haben wir einen Entwicklungsschritt gemacht. Wenn wir jetzt aber sagen, nein, 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 das ist alles falsch, weil ein Großteil der Menschen kann das noch nicht, wir sollten lieber beim Holz bleiben und mit der normalen Holzphysik arbeiten, damit können wir auch das erreichen, dann würde ich sagen, das ist falsch. Nicht, weil ich das will und weil ich wiederum den Menschen sage, du bist ein kleines Wesen und du schaffst gar nichts, bevor du dich nicht änderst und der große Papa dir sozusagen dann das, deine Belohnung gibt, sondern ich meine, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe mit der Keshe-Physik. Meine Aussage dazu ist, und wir haben es gebaut, die Keshe-Physik funktioniert einwandfrei, wenn man sie richtig baut und anwendet. Voraussetzung dafür ist ein gewisses Minimalverständnis. Und wer jetzt hier zuhört und meint, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir ja eine ganz neue Physik lernen. Es ist ja so, wie ich habe in der Schule Mechanik gelernt, dann kam irgendwas von Einstein, das habe ich schon nicht mehr begriffen. Und jetzt lese ich irgendwas von Stringtheorie und. Und jetzt kommt auch noch die Keshe-Physik. Dann ist das falsch, weil diese Themen, die wir heutzutage haben, die Physik, so wie sie angelegt ist als Schulphysik, als überhaupt die Schulwissenschaften, die Schulmedizin, die sind ja so angelegt, den Menschen in Sklaverei zu halten, ihn sozusagen klein zu halten, in Abhängigkeit zu bringen. Da ist es in der herkömmlichen Physik nur möglich, dass große Laboratorien mit einem Multimilliardenaufwand, große Firmen und gewisse technologische Entwicklungen machen können und das sozusagen der Menschheit zur Verfügung stellen, die dann wiederum abhängig wird von diesen Sachen, weil sie das nicht selber kontrollieren, bauen und anwenden kann. Das ist mit der Keshe-Physik jetzt anders und das ist meine Ausführung, dass ich sage, der Mensch muss sich damit befassen, im minimalsten Sinne, dass es etwas anderes ist und dass es auf andere Art und Weise funktioniert. Wieder das Bild aus dem Dschungel. Würde jetzt so ein Naturmensch aus dem Dschungel, der das nicht kennt und nicht gelernt hat, in unsere Zivilisation kommen und man würde ihm vielleicht einen Nagel in die Hand geben, dann würde er vielleicht wie ein kleines Kind mit diesem Nagel in die Steckdose gehen und würde einen elektrischen Schlag bekommen. Warum? Weil er nicht diese Dinge kennt, weil er sich damit nicht auskennt. Es braucht ein Befassen damit, um was es geht, damit ich vernünftig mit diesen Dingen umgehen kann. Heute würde keiner quasi, ich sage jetzt mal, ein kleines Glühbirnchen aus einer Modelleisenbahn irgendwo in eine Fassung drehen, die für die normale Hausbeleuchtung mit 220 Volt funktioniert, weil er einfach weiß, dass er da einen Schlag bekommt. Und da sind wir jetzt auch genau an dem Punkt, den der Herr Keshe durchführt, dass es jetzt nicht gut wäre, die Menschen sozusagen aus dem Dschungel direkt in eine moderne Stadt, sagen wir mal Tokio, wo die sehr dicht besiedelt ist und mit Hochtechnologie da hineinwerfen und ihnen sich selbst überlassen. Sondern derjenige, der aus Tokio kommt, dort lebt, der würde wahrscheinlich so weise sein, den Menschen langsam heranzuführen und nicht im Sinne wie der
Vater das kleine Kind belehrt, sondern ihm sozusagen ein Intermediär gibt, eine Zwischenmöglichkeit, dass er langsam hineinwachsen kann und sich daran gewöhnen kann. Das ist im Moment das, was der Herr Kesche in der Öffentlichkeit macht, jetzt über die Jahre, dass die Menschen, die sich damit befassen und noch keine Ahnung von der Plasmaphysik haben, langsam sich selber da hinein führen können. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich möchte das überhaupt nicht bewerten. Und es ist durchaus in Ordnung, dass da manche Menschen sagen, nein, es wäre vielleicht besser, einen direkten Schock zu verursachen. Das muss nicht immer falsch sein. Manchmal kann eben auch ein Schockerlebnis, wenn es verkraftet werden kann, auch zu etwas Gutem führen. Ich möchte das überhaupt nicht hier bewertet wissen. Was ich nur sagen möchte, ist, dass die Kesche-Physik einwandfrei funktioniert, wenn wir sie richtig bauen und also die technologischen ausführen, wenn wir sie richtig bauen und anwenden. Und es ist nicht schwer, das zu verstehen. Deshalb hat meine Tochter auf Bewusst-TV damals ein Interview gegeben. Ein jugendliches Mädchen, das in dieser Gesellschaft eben auch eher das Thema auch mit Technologie bei Mädchen nicht weit her ist, weil wir das sozusagen, sagen wir mal so, in dem gesellschaftlichen aberzogen bekommen. In dieses Thema möchte ich auch nicht weiter jetzt einsteigen. Aber was mir jetzt hier wichtig ist zu verstehen, dass sie es problemlos hat schaffen können, innerhalb von 3 Wochen sich die nötigen Grundkenntnisse zu verschaffen in der Kesche-Physik. Wenn meine Tochter das in einem jugendlichen Alter, sie hat etwa, ich weiß gar nicht, mit 14 dann mit diesen Themen der Technologie und Raumschiffantriebe angefangen, sich dafür zu interessieren. Aber wenn meine Tochter mit 19 Jahren in der Lage ist, ich glaube, zu Zeiten des Interviews war sie 17, in der Lage ist, mit 17 sogar einen Raumschiffantrieb zu bauen, dann können wir uns vorstellen, dass das, worüber ich rede, dass es dafür keine große Ingenieurkunst und Physiker braucht, um diese Kesche-Technologie nachzuvollziehen und nachzubauen. Das bedeutet jetzt aber auch nicht, dass die ganze Welt jetzt darauf abfahren muss und das tun soll. Ich möchte damit nur ausdrücken, dass es jetzt eben nicht darum geht, oh Gott, eine neue Stringtheorie und komplexe Mathematik und was auch immer, sondern dass es eben, weil es der Natur nach funktioniert, relativ einfach ist und wir dezentral unabhängig, und deshalb muss es nicht jeder, es können diejenigen, die Lust dazu haben, tun und es anderen zur Verfügung stellen, weil wir können uns damit befassen und werden nicht abhängig, weil wir brauchen nicht einen Großkonzern, einen Staat oder irgendeine Institution, eine Lehre oder irgendetwas, was uns sozusagen sagt, wo es lang geht und wir dann davon abhängig werden. Wir können es selber in Selbstverantwortung tun. Das ist mir wichtig zu sagen. Und das wird oft abgelehnt, das wird nicht ergriffen. Die Menschen wollen zurzeit nicht, das ist meine Erfahrung, also die Anwender, die gerne diese Technologie möchten, die möchten nicht dabei in die Selbstverantwortung kommen. Sie möchten einfach, dass ihnen gesagt wird, wie das zu gehen hat und wie sie es machen sollen. Und das ist eben das, was ich angesprochen habe, dass ich gesagt habe, bei der Kesche-Technologie ist es so, es ist erforderlich, dass der Mensch selbstverantwortlich wird. Es geht nicht darum, dass man schon ein fortgeschrittenes Prozess gemacht hat, sondern es geht darum, dass man die Bereitschaft dazu hat. Sonst ist es mit der Kesche-Technologie schlecht bestellt. Ein bisschen einfach ausgedrückt, indem wir eben sagen, ich versuche das auf die richtige Art und Weise anzuwenden, schlägt oft fehl, weil wir gedanklich und gefühlsmäßig nicht dahinter kommen, wie es funktioniert, weil wir nicht, also derjenige da nicht bereit ist, in die Selbstverantwortung zu kommen. Ein ganz einfaches Beispiel bei der Kesche-Technologie ist das Thema Fülle. Die Technologie funktioniert, wenn wir auch die technischen Ausführungen so machen, dass sie mit Fülle zu tun haben und nicht mit Sparen, mit Mangel.
Alles, was wir denken und fühlen, kommt auch materiell zum Ausdruck. Das heißt, jemand auch, der eine Schaltung baut, jemand, der etwas auch, der einen Tisch tischlert, was auch immer wir tun in der Materie, ist auch immer Ausdruck unserer eigenen Geistes- und Gefühlshandlung und Haltung. Und dementsprechend werden wir die Dinge auch verdrahten ausführen oder auch entsprechende Erfahrungen machen. Das lernt man eben ganz schnell auch eben in der Alchemie, in der praktischen Arbeit, in meinen Workshops zum Beispiel. Mit der inneren Ausrichtung, mit der man an die Sache herangeht, bekommen wir einen Spiegel. Wenn wir ein Beispiel jetzt in der Hochenergietechnik Elektroingenieure wären und wir kommen mit Restalkohol und ziemlich benebelt und müde und unkonzentriert in unsere Arbeit und verdrahten da etwas falsch, dann kann es sein, dass wir einen Schlag bekommen und vielleicht tot umfallen oder uns schwer verletzen. Da kann mir keiner sagen, dass das nicht der Fall ist. Und so ähnlich ist es mit der Cache-Technologie. Das heißt, wir bekommen etwas gespiegelt. Wir müssen einfach versuchen, an die Sache auf eine gewisse Art und Weise heranzugehen, wenn wir diese Dinge installieren oder bauen oder ausführen. Und ich glaube nicht, dass das ein großes Hindernis für die Cache-Technologie ist. An dieser Stelle sei nochmal einfach gesagt, die Cache-Technologie funktioniert. Wir haben die Geräte gehabt und nicht nur ich alleine. Es haben, wenn ich das über den Daumen berechne, wie viele Workshops ich gegeben habe, wie viele Sachen ich gebaut habe, wie viele Leute dabei waren, es haben bestimmt an die 80 bis 100 so in diesem Bereich Menschen erlebt, dass die Cache-Technologie funktioniert, die bei mir waren, die ich kenne sozusagen. Außerhalb meines Einflussbereiches wird es noch viel mehr geben. Dass die Cache-Technologie so totgeschwiegen wird, liegt an etwas ganz anderem. Dass die Cache-Technologie auch von denjenigen, die freie Energiethemen verbreiten oder da etwas tun wollen, so missverstanden oder auch totgeschwiegen wird, liegt an etwas anderem. Nicht, dass sie nicht funktioniert. Es wird einfach immer wieder behauptet. Es wird behauptet, ja, sie funktionieren nicht, oder von denjenigen dann eben behauptet, sie funktioniert nur dann, wenn man sich tief spirituell damit befasst oder irgendwelche spirituellen Fähigkeiten hat oder was auch immer. Oder der Mensch sozusagen erstmal so weit ist. Nein, die Cache-Technologie funktioniert, sie ist da. Der Cache hat ja extra das Intermediär, zum Beispiel den Margraf, für uns in die Welt gebracht, damit wir sozusagen das als Zwischenlösung nehmen können und daran lernen können. Auch hier herrscht großes Missverständnis. Hierüber aufzuklären, die Dinge zu veröffentlichen und eins zu eins darzustellen, wurde mir unmöglich gemacht. Ich hatte ja damals in der Raum- und Zeitversuch, das habe ich in meinem gelöschten Video ja erklärt, über eine längere Zeit einen Infopunkt zu geben, wo man exakt darstellt, was alles schon praktisch mit der Cache-Technologie umgesetzt wurde, an welcher Stelle was gemacht wurde, welche Ergebnisse erzielt wurden, mit welchen Maßnahmen. Es gibt genug Dinge, Beweise dafür. Es gibt genug Messergebnisse. Es gibt genug, wo die Geräte laufen. Ich selber habe einen Margraf genutzt und umfunktioniert und er ist off-grid gelaufen. Das heißt, ich habe damals als nicht nur einen Kühlschrank betrieben, ich habe noch andere Geräte betrieben und das Ganze war sozusagen feststellbar. Ich hatte kein Messgerät bei dieser Sache, bei dieser Konfiguration dran. Aber ich denke, wenn man ein Gerät hat, einen Margraf-Gerät hat und zum Beispiel ein Kühlschrank läuft, ohne dass der Margraf sonst irgendwo eingesteckt ist, ist es Beweis genug. Die Stromrechnung, die man am Ende des Jahres bekommt, ist Beweis genug. Oder was mit meinem Auto passiert ist, dass ich anfänglich, da wusste ich noch nicht genau, wie die Cache-Technologie funktioniert. Ich habe das damals ganz am Anfang noch ergänzt mit alchemistischen Grundlagen. Der erste Effekt, den ich hatte, ist, dass mein Auto 200 Kilometer mit einer Tankfüllung mehr gefahren ist. Also ich fahre sonst immer, also das Auto, was ich damals hatte, 600 und ein paar zerquetschte. Also wie gesagt, ich habe es überhaupt noch nicht, ich hatte es zum Dezember nicht exakt aufgeschrieben, aber ich habe eine Tankfüllung gehabt. Wenn ich mit einer Folge tanken, also mit einem vollen Tank losfahre, muss ich bei 600 ein paar zerquetschen wieder tanken. Und jetzt kann man natürlich sagen, Messfehler, weil ich habe ja natürlich nicht genau gemessen und ich habe dann getankt, wo die gelbe Tankleuchte auch an war. Und da ist ja auch immer Karenz. Aber ich bin etwa, ich habe jetzt nochmal neulich nachgeguckt, es waren 280 Kilometer, also über 200 Kilometer mehr gefahren als normal.
als ich sonst mit einer Tankfüllung schaffe. Also das heißt, es kann nicht mehr in diesem Bereich der Messungenauigkeit oder in dem Falle, dass man sagt, vielleicht schaffe ich mit der Reserve noch 100 Kilometer und dass sich da was getan hat. Also das liegt außerhalb dessen, dass man sagen kann, da wäre kein Effekt gewesen. Ich habe dann aber später eben das exakt nach Cashe nachgebaut und kann auch mit einem Auto eben mit einer Tankfüllung fahren, zum Beispiel von München. Ja, was ist passiert? Der Ton war plötzlich weg und ich habe dann natürlich ein bisschen weiter geredet, ohne es zu merken. Die Batterien waren wieder mal leer, was auch eben irgendwie seltsam ist an dieser Stelle. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen nachzuvollziehen, wo ich stehen geblieben war. Und das habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht genau geschafft. Aber das muss so gewesen sein, wo ich über das Auto gesprochen habe und die Cashe-Physik. Der Rest, der danach noch kam, ist jetzt leider sozusagen verloren gegangen. Ich weiß auch nicht mehr genau, im Einzelnen, was ich da gesagt habe, deshalb kann ich es eben auch nicht so wiederholen. Vielleicht ist das auch ein Grund, dieses Video vielleicht auch in zwei Teile weiterzugeben, dass ich jetzt hier quasi einen Schnitt mache und dass das, was ich jetzt sage, wieder ein neuer Anknüpfungspunkt ist für Teil 2. Ich weiß natürlich, dass es sehr schnell langweilig werden kann, wenn man solche langen Videos macht, die Aufmerksamkeit lässt dann nach und es heißt so eben auch bei Interviews und so, dass man eben jetzt nicht irgendwie 2 Stunden Interviews machen soll und so. Ich selber empfinde das anders. Ich schaue mir Videos oder Vorträge, die lange gehen, sehr, sehr gerne an, weil ich fühle mich auch in der Lage, irgendwo einen Stopp zu machen und das später wieder weiterzuschauen, solche Themen. Ich bin nicht jemand, der quasi alles nur serviert bekommt und das, was er serviert bekommt, immer schluckt und so vorgeht, wie das vorgegeben wird, sondern ich teile mir die Dinge selber ein. Vielleicht das auch an der Stelle für meine Zuschauer. Ihr könnt gerne die Videos, wie gesagt, runterladen und die dann auf euren Geräten zu der Zeit weiterschauen, wann ihr Lust habt dazu. Man muss nicht alles in einem durchschauen.